Umwelt- und Klimaschützer verschiedener Gruppierungen haben am Mittwoch in Berlin gegen das geplante Kohleausstiegsgesetz protestiert. Mitglieder von Greenpeace kletterten am Morgen auf die CDU-Parteizentrale und verhüllten das Gebäude mit schwarzen Trauertüchern. Vor dem Willy-Brandt-Haus der SPD blockierten Ende Gelände und Extinction Rebellion eine Kreuzung. Ronja Wald, Sprecherin von Ende Gelände. Und um die Klimakrise irgendwie noch eindämmen zu können, müssen wir sofort aus der Kohle aussteigen. Und auch das ist möglich, auch das ist völlig machbar. Die Lösungen liegen auf dem Tisch, die Regierung hat einfach nur keinen politischen Willen, die eben zu ergreifen. Und deswegen sind wir hier und ziehen eben die SPD zur Verantwortung, weil die sich sehr gerne grün und sozial gibt und dann hintenrum eben der Kohleindustrie die Wünsche von den Lippen liest. Der Bundestag will am Freitag das Kohleausstiegsgesetz sowie Hilfen für die betroffenen Regionen beschließen. Bis spätestens 2038 soll demnach das letzte Kraftwerk vom Netz. In das rheinische Kohlerevier sowie die ostdeutschen Gebiete sollen dann insgesamt bis zu 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel fließen.